Ja, der Titel war ja im Schatten der Burg, denn der Campingplatz liegt direkt unterhalb der Burg. Wir sind auf dem Campingplatz Hetzingen in der Eifel bei dem kleinen Örtchen Niedecken. Wir sind hier auch zum Videodreh, dazu sage ich gleich mehr und natürlich stellen wir euch auch den Platz vor. Wenn es euch interessiert, bleibt gerne dran. Ja, hier bist du wirklich in der landschaftlichen Idylle. Das ist so ein schöner Talkessel, wo hier der Campingplatz liegt. Er ist geprägt von Dauercampern, hat aber auch schöne touristische Plätze. Wir zeigen euch nachher einige, unter anderem Unsen, wo wir das Wochenende sind. Ein wirklich schöner Platz direkt an der Ruhr, an so einem Bach. Das ist wirklich toll. Und auch die Burg ist hier logischerweise das Highlight. Und der Campingplatz hat einiges zu bieten, neben den gastfreundlichen Betreibern. Da versuchen wir gleich noch ein Interview zu bekommen. Schauen wir mal, ob das gelingt uns. Ist das Besondere an dem Platz generell, eine Bahnlinie geht hier durch mit so einem kleinen Bähnchen. Da blende ich immer mal Bilder ein, da könnt ihr euch das mal anschauen. Die fährt von morgens 5 bis abends um 11. Das will ich nur sagen, weil die macht auch ein lautes Tütgeräusch, wenn sie kommt. Das muss man sich erstmal dran gewöhnen. Das war am Anfang für uns auch sehr ungewohnt. Aber irgendwie gewöhnt man sich dran. Ist auch irgendwie ganz schön, muss man ehrlich sagen. Aber es gibt auch welche, wo es vielleicht störend sein könnte. Deswegen will ich es gerne dazu erwähnen. Und Waschhaus ist sauber, es ist alles sehr gepflegt hier auf dem Platz, das kann man anders sagen. Die Plätze sind parzellierend, sind groß genug. Es gibt Standardplätze mit normalem Stromanschluss, es gibt aber auch Komfortplätze, wo man auch Wasser- und Abwasseranschluss hat. Also da ist für jeden was dabei und wir gehen einfach mal über den Platz und wir zeigen euch mal so ein paar Action, dass ihr einfach mal einen kleinen Eindruck bekommt. Erst halten wir an der Rezeption noch an und gucken mal, ob wir ein kleines Interview mit dem Betreiber bekommen. Auf geht's! Ja, wir stehen jetzt vor der Rezeption vom Campingplatz Hetzingen und wir schauen mal, ob die Inhaber, die Kirsten oder Gerion da sind, ob wir mit denen mal kurz reden können. Kommt mal mit. So, hier seht ihr auch gleich mal die Rezeption und die beiden sind da. Guten Morgen. 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 Wir wollten euch mal kurz interviewen, wenn es okay ist. Ja? Ja? Sehr gut. Die Sonne scheint. Wollen wir rausgehen? Sehr gerne, ja. Und da ist doch ein schöner Platz zum Hinsetzen, ne? Ja, so, wir sind hier in Niedecken in der Eifel. Ne? Ja. Der Campingplatz heißt aber Hetzingen. Das ist so die erste Frage, die ich mir gestellt habe. Wie kommt der Begriff Hetzingen zustande? Weil der Ort heißt Niedecken. Ist doch korrekt, oder? Hetzingen ist ein historisch gewachsener Begriff. Hetzingen gibt es schon sehr lange und wird auch urkundlich schon seit vielen Jahrhunderten hier erwähnt. Und das ganze Gebiet hier, dieses Tal hier, heißt im Prinzip Hetzingen. Und es gibt also jetzt nicht konkret einen Ort oder eine Stelle oder eine Kirche, wo man sagt, das ist Hetzingen, sondern das Gebiet, dieses Tal hier, das heißt Hetzingen. Der nächstgelegene Ort hier, das Dorf, heißt Brück. Ah, Brück, okay. Und die Burg heißt aber Niedecker Burg, ne? Die Burg Niedecken oben, die über uns thront hier und auf uns aufpasst, die gibt es auch schon viele, viele Jahre. Und der Begriff Niedecken kommt auch aus alter Zeit und hat auch ganz früher mal Neideck gehießen. Ah, okay, ja, da ist Niedeck, glaube ich, besser, ne? So, jetzt mal zum Campingplatz. Wir sind ja auch das erste Mal hier. Wir haben uns ja vorher schon kennengelernt auf dem Campercamp. Da habe ich euch ja auch schon von berichtet. Und es macht alles so mit dem Talkessel einen schönen Eindruck, vor allen Dingen die Bahn fährt hier durch, das ist was Besonderes, ihr habt eine eigene Schrankenanlage hier, das ist was Besonderes. Erzählt uns doch mal was vom Platz, wie viele Dauercamper, wie viele Touristenplätze habt ihr, was ist das Besondere hier am Platz? Also wir haben ca. 250 Dauercamper, 100 Touristikplätze und okay, so 20 bis 30 Zeltplätze. Und die Dauercamperplätze sind alle gebucht. Wir haben eine sehr lange Warteliste, die ist mittlerweile dreistellig. Also aktuell ist Camping sehr gefragt, das merkt man auch. Und ja, touristisch, wir vermieten einen Teil, im Sommer einen kleineren Teil, im Winter einen größeren Teil als Saisoncampingplätze und haben immer ein Plätzchen frei. Bitte nicht Ostern, nicht Pfingsten, aber ansonsten haben wir immer was frei. Ja, sehr gut. Mir ist aufgefallen, ihr habt ja auch hier Mietobjekte, ihr habt auch Schlaffässer zum Vermieten und weitere, was habt ihr noch im Angebot, außer jetzt den normalen klassischen Wohnwagen, sagen wir mal? Ja.
Also wir haben große Chalets, wir haben kleine Chalets, wir haben zwei Bauwagen, wir haben vier Fässer, wir haben einen Pott und ganz neu haben wir unsere Ruhrufer-Lodge. Das ist ein ganz tolles Mietobjekt. Das haben wir von einer Dauercamperin übernommen, die aufgehört hat, was sehr schade ist. Da haben wir zugeschlagen, haben gesagt, das übernehmen wir sehr gerne. Und das haben wir jetzt restauriert, modernisiert, renoviert. Und das ist jetzt ganz frisch in der Vermietung und es ist einfach nur wunderschön. Ja, kann ich. Also ich kann bestätigen, wir stehen auch unten an der Ruhr mit dem Stellplatz. Ich blende euch ja Bilder ein. Und das ist auch schön da unten an der Ruhr. Die Plätze sind sehr schön groß, sind gut ausgestattet. Also auch für große Fahrzeuge, weil ich meine, ich selbst fahre keine Tandemachse, aber eine Tandemachse wird hier auch hingehen. Ich habe auch schon ein paar gesehen, ne? Ich glaube, das Größte, was wir hatten, war ein Morello von 11 Metern. Den haben wir dann diagonal in den Platz reingestellt, weil er wollte noch das Auto ausparken. Und deswegen musste er also so stehen, dass er mit dem Heck zum Weg war und dann konnte auch wunderbar hinten noch das Auto raus. Ja. Okay, das sind natürlich andere Probleme, die haben wir dann leider logischerweise nicht. Ja. Okay, was kann man hier noch in der Gegend erleben oder für was seid ihr hier bekannt? Was machen die Leute, die hierher kommen, die Touristen? Für was kommen die hierher? Wandern, Radfahren oder was wird hier angeboten? Wir sind hier in der Eifel, am Rand des Nationalparks Eifel und das gibt natürlich ungeahnte Möglichkeiten, gerade zum Thema Wandern, Mountainbiken, Aktivitäten, Alpaka-Wandern und viele andere Dinge. Und was uns hier auszeichnet, dass wir das organisieren, wir nennen uns ja auch Event-Campingplatz, das heißt, wir haben beste Kontakt in alle Richtungen und wer hierher kommt zu uns und hat eine spezielle Idee, was er unternehmen möchte, der kann sich gerne an uns wenden und wir werden das moderieren. Sehr gut. Ich habe auch gesehen, die Homepage ist auch sehr gut gemacht. Ich meine, die Campingplätze müssen sich ja auch modernisieren mit Internet, aber ihr seid da schon weit voran. Und vor allen Dingen, ihr habt keine klassische Preisliste mehr auf der Seite, sondern ein dynamisches Preissystem. Vielleicht könnt ihr das nur mal erläutern. Ich verlinke euch ja die Seite, da könnt ihr gerne nachschauen. Aber damit ihr einfach einen Eindruck habt, wie das funktioniert, das muss man erst mal wissen. Aber ist eigentlich auch für den Kunden sehr gut, denn der, wer in einer nicht gebuchten Zeit bucht, bekommt automatisch Rabatte, ohne dass man danach fragen muss. So ist es im Endeffekt. Ja, genau. Wir haben also festgestellt, dass gerade im Herbst und im Frühjahr, je nachdem auch nach Wetter, die Plätze also alle leer liegen. Da haben wir gedacht, wir müssen irgendwas machen, damit wir die rabattiert bekommen, um halt den Anreiz zu geben, kommt doch jetzt in die Eifel. Auch im Regen ist es mal schön oder wenn es kalt ist. Und wir haben im Januar unsere legendäre Aktion bis Karneval. Komm zu uns und zahle, was du möchtest. Also das ist echt ein richtiges Highlight und darüber hinaus dann dieses dynamische Preismodell, dass wenn es leer ist, wir durch diese Rabatte dann natürlich viele vom Sofa holen wollen und ab in den Camper und hierhin. Und wenn es sowieso voll ist, ja, dann ist es auch ein bisschen teurer, dann haben wir den Preisanstieg auch nach oben, ja. Ja, gut, das ist ja bei anderen Plätzen ganz normal, ne? Also zur Hauptsaison ist es sowieso teurer, die haben ja dann ohnehin die normale Staffelung, bei euch ist es aber dynamisch, also wenn jetzt eine Hauptsaison auch mal nichts los wäre, würde man auch Rabatte bekommen letztendlich. Genau. Ne? So, und das ist ja ganz schön. Da könnt ihr euch ja mal gerne einen Eindruck verschaffen auf der Seite. Vielen Dank an euch fürs Interview. Und wir machen jetzt weiter die Platzvorstellung. Ja, hier kommt man von der Rezeption gefahren. Ihr seht hier die Schrankenanlage. Hier ist gerade ein Auto durchgefahren. Wenn man ankommt, denn wir stehen auf der anderen Seite der Bahnlinie, muss hier der Betreiber die Schranke aufmachen. Und hier fährt dann einmal, wie gesagt, so alle halbe Stunde, schätze ich mal, dreiviertel Stunde ein Zug entlang. Die Schranke ist immer zu. Für Fußgänger gibt es hier 30 Meter weiter drüben einen Tunnel. Und den schauen wir uns jetzt mal an. Das ist auch ganz pfiffig, glaube ich, für die Kinder ganz gut. Da gehen wir jetzt mal hin, das schauen wir uns mal an. Ja, wir sind jetzt von der Schranke Richtung Tunnel gelaufen. Hier gibt es einen Weg, der führt nach Niedecken in die Ortschaft. Da gibt es auch Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten, wer das möchte. Ich schätze mal so 10 Minuten zu Fuß. Auch der Weg zur Burg geht da lang. Aber hier auf dem Platz gibt es auch einen kleinen Laden. Der führt so das Nötigste für den Tagesbedarf. Es gibt morgens frische Brötchen. Und ihr könnt hier sogar frühstücken, wenn ihr das wollt. Ihr braucht das gar nicht im Wohnwagen zu tun. Wird hier auch mit angeboten. Finde ich ganz nett. Für uns war es jetzt nichts, aber vielleicht ist der eine oder andere dabei, der sagt, ich möchte nicht unbedingt immer Frühstück machen im Wohnwagen. Der kann das auch hier oben gerne machen. Sieht auch sehr gut aus. Ja, und hier ist dann der Tunnel. Ihr seht das hier. Da geht es auch zum Restaurant, zum Spielplatz. Da ist auch unser Stellplatz. Und wenn wir rauslaufen wollen, müssen wir immer durch den Tunnel laufen. Aber das ist kein Thema, ist eigentlich ganz witzig gemacht. Erlebt man auch nicht auf jedem Campingplatz, der einen eigenen Tunnel besitzt. Ja, und jetzt aus dem Tunnel raus stehen wir schon direkt an der Ruhr, an dem kleinen Bach. Er ist nicht zum Baden gedacht, aber als landschaftliches Highlight eigentlich ganz gut geeignet. Kommt man einfach mit. Ja, und wenn man hier rüber guckt, sieht man auch schon sehr viele touristische Stellplätze. Die sind alle parzelliert und die Plätze an der Ruhr sind auch die sogenannten Komfortplätze.
Ja, jetzt stehen wir gerade auf dem Spielplatz. Für die Kinder ist auch was dabei, natürlich. Und im Hintergrund sehen wir das Sanitärgebäude mit Spülküche, Hundedusche, Chemietoilette. Und es ist auch gerade ein Gebäudeteil noch im Bau. Das ist ein extra Behinderten-WC, denn der Platz hat auch 4 Sterne und da gehört das heute zum guten Ton dazu. Finde ich auch sehr gut, dass sie da was tun dafür, muss man wirklich sagen. Und es wird sowieso noch einiges für Kinder geboten. Das zeige ich euch mal gleich. Ja, was ganz witzig ist für die Kinder ist, hier ist extra ein Parkplatz mit Catcars und ein paar Fahrräder und Rollern, die hier einfach stehen. Die Kinder können sich die nehmen über Tag und stellen sie abends wieder hin. So haben sie auch ein bisschen was zu tun, ein bisschen Spaß. Und hier drüben auf der anderen Seite stehen auch 3 Fahrräder, ganz normale Erwachsenenfahrräder, die sich auch jeder ausleihen kann und stellt sie einfach wieder hin. Habe ich so auch noch nicht gesehen, muss ich ehrlich sagen. Ja, hier ist dann die Gaststätte auf dem Platz. Wir waren auch gestern schon essen, kann man wirklich nur empfehlen. Liegt auch auf der anderen Seite der Bahnlinie. Und hier drüben haben wir dann noch die Buhlbahn und das Freiluftschach. Das sieht man heute auch nicht mehr überall. Finde ich auch ganz nett. Ist eine schöne Sitzgruppe dabei. Da kann man sich auch mal schön den Abend vertreiben. Und unterhalb der Burg seht ihr schon unseren Wohnwagen. Da ist unser Stellplatz. Und da gehen wir einfach noch mal kurz hin. Ja, und hier seht ihr schön die Stellplätze direkt an der Ruhr. Ganz unten am Wasser stehen auch die Schlaffässer im Sommer über. Das ist, glaube ich, auch ganz nett. Die kann man nämlich dann logischerweise auch mieten. Das hat uns ja der Gerion und die Kirsten schon erzählt, dass sie auch etliche Mietobjekte haben. Ja, und dann ist hier unser Komfortplatz. Wir haben einen schönen Blick auf den Bach, auf die Ruhr. Und wir haben hier vorne, seht ihr, Wasser- und Abwasseranschluss. Hinten dran ist der Stromanschluss. Es ist wirklich ein großer Platz. Vielen Dank nochmal an die Kirsten, an den Gerion, dass sie uns den Platz ermöglicht haben. Denn wir sind ja auch zum Filmen hergekommen. Wir haben nämlich am Wochenende jetzt unser neues Westfield Pluto 2.0 Luftfahrzelt bekommen. Und das Video haben wir für euch gedreht. Und es ist auch schon online. Also wer das interessiert, wer das schauen möchte, ich verlinke euch das gerne mal hier oben, wo wir das Westfield Vorzelt vorstellen. Und weil wir schon hier auf dem Campingplatz sind, stellen wir logischerweise euch den Campingplatz vor. Es ist ein Platz in der Eifel, der meines Erachtens sehr sehenswert ist. Und man kann hier auch viel unternehmen, denn die Burg ist ja nur ein Ausflugsziel. Es gibt auch viel, wo man mit Fahrrädern oder mit Wanderschuhen quasi erkunden kann. Und da lohnt sich auf jeden Fall zumindest mal ein kleiner Ausflug her. Ja, ich wollte mich eigentlich jetzt zum Abschluss des Videos nochmal hier auf die Bank setzen, aber es hat die ganze Nacht ordentlich geregnet, die ist ein bisschen nass, deswegen bleibe ich dann doch lieber stehen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie gesagt, ich stelle dir alle Campingplätze vor, die wir bereisen. Jetzt waren wir hier beim Campingplatz Hetzingen, Niedeck in der Eifel. Ist vielleicht für einen oder anderen mal ein Tipp, für schöne Natur zu erleben, mal ein paar Ausflüge zu gestalten. Und das würde mich mal interessieren. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, wie hat euch die Vorstellung gefallen? Oder wart ihr sogar hier und könnt von eigenen Erfahrungen berichten? Das würde mich natürlich auch interessieren. Lasst uns gerne dazu Kommentare da. Und wir freuen uns natürlich über ein Like fürs Video. Das ist immer schön. Und damit bis zum nächsten Mal. Ciao.